Wir sind noch nicht so... Was? Da oben warten ein paar Jungs, die sich an den Bugs rächen möchten. Sichern Sie das Gebiet und sie gehören Ihnen. Moment, wir dürfen uns rächen an den Bugs? Wir dürfen uns rächen? Yay, das klingt doch gut. Ach du, bist du auch noch da? So, weg damit. Gut, wir müssen dieses Gebiet sichern. Das wird nicht leicht, da ich schon sehe, dass hier die ganzen... Wo kommst du denn her, mein Freundchen? Wenn ich schon sehe, dass du wieder so ein Feuerding rumfliegt, beziehungsweise so ein scheiß Feuerding rumschießt, dann bin ich schon wieder ein bisschen gefrustet, muss ich sagen. Das will ich tun. Ist das Tor offen? Nein, das Tor ist nicht offen. Ja, ich gebe es zu, ich bin froh, wenn das Tor offen ist, damit ich mich... Ups. Damit ich mich ein bisschen zurückziehen kann. Deswegen freue ich mich ja, dass das Tor immer wieder aufgeht. Hallo? Oh nee, du bist wohl doch. So. Gut. Wenn es jetzt halt sicher das Gebiet, heißt das jetzt, ich muss diesen Klops da etwa auch töten? Das will ich natürlich nicht. Ich will jetzt hier rein. Will mich durchboxen zu meinen Leuten und will das Gebiet sichern. Dass ich die Viecher quasi nicht mit dieser Waffe, sondern mit meiner besseren Waffe runterhole. Vom Himmel. Denn dort rennt ja so ein Feuer... Kackfeuer-Backvieh rum. Da, so ein Kackvieh da. Oh, shit. Hallo? Hallo. Ups. Also ich muss sagen, die Shotgun ist für meine Meinung nach immer noch sehr effektiv. Auch wenn sie bald leer ist. Aber ich bin damit sehr zufrieden. Man kann so damit jetzt nicht diese riesen Bugs dort töten. Diese Firebugs. Ne? Aber er will das schon. Wir haben auch andere Waffen, die es können. Weil ich hier ja schwarz sehe. Wenn ich jetzt zu einer Kiste komme mit Haufen Raketen, dann bin ich glücklich. Dann freue ich mich und kann alles wegsimsen. Ja, dann tue ich alles wegmachen. Aber leider sieht es nicht so gut aus. Okay, da ist nichts. Autsch. Also Raketen gleich 0, muss ich zugeben, ist nicht schön, ist eher schlecht. Bei den Feuerballen, die da vor allem angeflogen kommen, weil sie auch mehrere sind, das ist sowieso sehr schlimm. Und die Schwachstelle ist nun mal der Kopf bei diesen. Hallo! Hallo, wow, spuck mal woanders hin, mein Freund. Das Dumme ist, diese Reichweite ist sehr effektiv, wo die hinspucken. Beziehungsweise wo sie hinschießen. Und man muss ja nun mal den Kopf treffen und so nahe wie jetzt war ich eigentlich auch noch nie an so einem Vieh. Na komm, beweg dich. Zeig mir, was du kannst. Baller meine ganze Munition, wenn es sein muss. Boah, das mache ich gerade wirklich. Hallo, Fia. Okay, sie spucken also aus dem Mund raus, die Kackviecher. Kann ich vielleicht... Ja gut, damit nicht viel ausrichten, aber zumindest ein bisschen Schaden machen. Oder ansonsten muss ich eben dann wieder zu meiner heißgeliebten... Oh. Ich bin sehr mutig, wie ihr gerade seht. Ich gehe direkt an ihn ran. Wow. Ganz ruhig, Brauner. Ups.
Alles vergessen, alles vergessen. Nein, spuck mich nicht an, spuck mich nicht an. Dammit, keine Munition mehr, wunderbar. Ist wundervoll. Wow, bin ich gerade mal an diesem Vieh dran. Hallo, Vieh. Das Schlimme ist ja, wie oft soll ich den noch an ihn schießen? Aua. Oh, Hilfe, hier brennt alles. Mein Arsch brennt mir auch, bleib weg. Ja, ja, es ist tot, es ist tot. Sehr schön, das erste Vieh ist in den ewigen Jagdgründe eingegangen. Die da oben. Ah ja. Wir werden auch bald folgen, wenn ich mal lerne zu treffen, aber das wird nie was werden. Ich sag mal so, wir haben einen erledigt. Was eigentlich ein sehr großes Muss ist und haben was? F6 beziehungsweise 6 für. Oh, wunderschön. Unsere Waffe ist wieder da. Unsere wunderbare Waffe. Die wir vielleicht nicht lange haben werden, aber das macht ja nichts. Damit können wir wenigstens ein paar von diesen Viechern dort in die ewigen Jagdgründe schicken. Scheiße. Ja. Wow, 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 wow. Also diese Waffe benutze ich jetzt wirklich nur für dieses Riesenvieh und diese hier für die kleinen eher. Weil die andere Waffe ist viel zu schade. Mehr, mehr. Nur noch du und dieser blöde Freund. Ach ne, da ist noch einer. Ist auch noch da. Hallo und tschüss. Hui, sehr gut. So, damit sind wir beide alleine. Du und ich. Stinkender Fleischhaufen. Stirb. Ah, heiß, 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 heiß. Oh, okay, vergiss, was ich gesagt habe. Hier, fang. Hier, fang. Wenn es doch nur funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle, das wäre so schön. Aber da ich jetzt gar keine Munition habe. Boah, ich verschieße jetzt hier. Ich laufe erstmal weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, dieses blöde Monster. Ja, wo kann ich jetzt am besten? Hier. Ich habe noch einmal Munition gefunden für die Shotgun, nehme ich an. Ja. Okay, also wir haben noch mal ein paar Chancen bekommen, beziehungsweise eine große Chance. Komm her. Gute Arbeit. Yes. Ich schicke Ihnen zwei. Mist! Mein Scanner zeigt irgendwas sehr Großes an. Kümmern Sie sich darum, Soldat! Was? Seid ihr des Wahnsinns? Was? Wie? Was sehr Großes? Wieso? Was sehr Großes? Wo? Was? Wie? Wo denn? Ach du Scheiße, ein Rhino. Nee, kein Rhino, aber ein mega riesen Monster-Bug, den man am liebsten in den Arsch treten würde. Oh mein Gott, das ist die Mama aller Bugs. Mama sieht. Ja, und diese Mamacita ist nicht ganz ohne, denn sie tut Schallwellen ausspucken. Ich hoffe mal, es kommen keine weiteren Bugs. Boah. Wo ist bei diesem Ding eigentlich der Schwachpunkt? Wie lange? Soll ich bitte, bitte schön auf dieses Vieh draufschießen? Boah, 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 geh weg. Geh weg, geh weg. Boah, Alter. Also in so einem Maul würde ich nicht gerne drin sein wollen. Au. Alter, nee, bitte. Nein. Geh weg. Boah. Ich will nicht die ganze Scheiße nochmal machen. Es ist zu viel des Guten.
Die wollen mich doch verarschen. Ich mach doch schon alles, was ich kann. Boah, Alter, jetzt lass mich doch mal. Kann das Vieh nicht wieder anfangen, seine komischen Wellen auszuspucken? Wäre viel gescheiter. Ich weiß jetzt auch nicht. Oh! Oh, 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 oh. Hab ich das gerade richtig gesehen? Oh. Ich habe ihn etwas von seinem Bein abgeschossen. Aha. Yeah. Sehr gut. Langsam aber sicher, glaube ich, finden wir einen Weg, dieses Monster zu schlagen. Auch wenn es etwas dauert. Boah, komm her, komm her, komm her. Es scheint ein bisschen benommen zu sein. Nein, es spuckt immer noch. Okay, also es ist... Wir haben jetzt seine Beine... Beziehungsweise ein Körperteil von ihm haben wir sogar schon weggeschossen. Noch eins. Also wir kriegen dieses Vieh auseinander. Wir können es auseinandernehmen. Bleib ruhig. Und das immerhin ohne groß irgendwelche Superwaffen. Ja, wir schießen einfach mit unserer ganz normalen Erhitzungswaffe auf dieses Vieh. Und ja, ich bin gerade selber überrascht, dass wir so lange durchhalten. Dass wir das überhaupt noch überleben. Das Problem ist nur, ich habe mir die Schwachstellen nicht so genau angeguckt. Ach, scheiße. Nein, Mann, dieses Vieh ist einfach kacke. Das Vieh ist einfach zu schnell für uns, muss ich sagen. Das Vieh ist einfach zu flink. Jetzt wissen wir genau, wo es am besten angreifen kann. Und wenn es angreift, dann greift es richtig an. Kann ich mich mal kurz hier ein bisschen ausruhen. Ich wollte sagen, ausruhen, das müssen wir. Na komm doch, ja, gib doch deine Schallkraft ab. Komm, werd sauer. Komm. Ist nicht wahr. Hier ist eine Kiste. Ich krieg's nicht hin. Da schießen wir und ballern hier rum und was ist? Da ist eine Kiste, ey, das gibt's doch nicht. Ey, das war jetzt... Ja, gut, das war alles geplant. Das sollte mal so ein bisschen actionreich sein. Dass das nicht alles so schnell zu Ende geht. Ich gedacht, Mensch, da kannst du ja mal... So ein bisschen... Zeit schinden. Auf jeden Fall können wir jetzt dieses Vieh mit allem, was wir haben... angreifen. Okay, fast alles, was wir haben. Wir haben nichts mehr. Und jetzt sind wir wieder auf unsere normale Waffe verlassen. Es sei denn, Hilfe. Yes. Beautiful. Lade nach. Wo ist es denn? Hallo? Ich weiß gar nicht, hatten wir das Vieh überhaupt richtig? Verletzen wir es überhaupt dadurch? Oder ist es eher kalt? Ups. Na gut, dann. Würden wir einfach mal weiter. Ah, okay. Aua. Auch mal sterben, du Mistvieh. Der schnellste Moment, das Vieh zu töten. Ich leider noch nicht gefunden.
Also ihr seht ja gerade selber, ich schieße ja mit allem, was ich noch habe. Was mir noch gerade so zusteht. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lade nach. Ah, gut, das ist die Waffe. Mann. Raketen schießen wir mittlerweile schon, was weiß ich, wie viel dasselbe das schon ist. Auf dieses Monster. 3 Schüsse. Und es geht nicht down, das gibt's doch nicht. Warum gehst du nicht down? Ich hab dann das Mist. Ich schieße hier meine ganzen Raketen rein. Das kann aber nicht wahr sein. Ja, die Folge wird etwas länger. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Aber ihr seht ja selber, es ist eine Schlacht ums nackte Überleben. Für dieses Monster. Ich weiß wirklich nicht, wo ist denn jetzt hier noch der Schwachpunkt bei dem... Und wenn ich einen Schwachpunkt finde, dann... das Vieh das immer so machen, dass da kein Schwachpunkt ist. Da muss ich es von der Seite treffen. Warte mal. Erstmal nachladen. Ist immer günstig. Raketen auch nachladen. So, dann haben wir jetzt 4-5 Ziele. Wenn es spuckt, muss ich immer auf sein Inneres, auf das Leuchtende etwas drauf halten. Das ist ja normalerweise in der Regel immer ein Zeichen schwach. Boah, das gibt's ja nicht. Ich bin da mal tot, Mensch. Haben wir etwa... Ja, ich glaube, wir haben es einigermaßen verletzt. Wir haben... Mama. Ah, okay, also wir haben es da, wo wir es haben wollten. Denn es ruft seine Verstärkung. Und diese Verstärkung ist nicht gerade ohne... Oh nein, bitte, wir sind gerade so weit gekommen, ey. Jetzt kannst du nie nur sagen, dass das Ende ist. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass dies das Ende ist, ne? Das ist ein Witz. Verdammt. Oh, Alter, Finne, ey, wir kämpfen uns hier seit Stunden mit dem Monster rum. Wenn das jetzt wirklich das Ende sein soll, dann weiß ich auch nicht. Dann komm. Das Medikit, lade auf, schnell weg. Lade nach. Achso, ist schon nachgeladen. Okay, wir haben den Schwachpunkt schon ermittelt. Zumindest glaube ich es, dass es der Schwachpunkt ist. Haben wir das jetzt nun? Ja, wir haben es. Gut, also wir haben. Nee. Die scheiß Dinger auch immer so gepanzert sein müssen. Das ist doch schlimm. Furchtbar ist das. Die können nicht so gepanzert sein. Was ist los? Hat was verloren? Sein Auge? Ich habe sein Auge gesehen. Die Royals waren erstaunlich schnell hier. Scheiß drauf. Ich schicke Ihnen 2 Teams. Ein Team soll die Stellung halten. Das andere nehmen Sie mit. Team Gamma hat übrigens einen Mechaniker dabei. Ja, aber wir haben gerade eben einen Royal Bug erledigt. Wow, ich werde erstmal speichern. Also, ja. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Royal Bug erledigt, nach was weiß ich, wie viel Munitionsstunden wir gebraucht haben.
Natürlich wird diese Folge etwas länger werden. Zumindest dieser Kampf. Okay, alles klar. Bewegung! Los! Bewegung! Aber das Schöne ist halt, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Wir sind nicht einmal gestorben an diesem Vieh. Wir haben es wirklich durchgehend geschafft. Moment! Mit all uns ich habe keine Verbindung zur Tür. Scheint unterbrochen zu sein. Das muss der Mechaniker für Sie regeln. Wie es aussieht, sind die Magnetspuren hinüber. Das dauert keine Minute, Sir. Und dasselbe hat letztes Jahr ein Mech über eine Tür gesagt. Ja? Was ist passiert? Noch mehr. Ich wusste es. Ich wusste es doch. Das war doch so klar. Und sobald ein Mechaniker an der Arbeit ist, sind die Bugs auch nicht weit entfernt. Bist du fertig? Okay. Kann es losgehen? Ich übertrage die Codes. Bleiben Sie in der Nähe. Ja, gut. Ich bleibe in der Nähe. Lalalala. Steh einfach mal hier rum. Dumm-di-dumm. Fertig. Gut. Ich kann Ihnen hier drin nicht helfen. Die Scanner sind blockiert. Sie sind auf sich allein gestellt. Ja, das war ich eigentlich schon immer. Ich bin schon immer auf mich allein gestellt gewesen und werde es weiterhin bleiben. Ja, das ist... Ach du Scheiße, das ist Rauch. Rauchbildung. Ja gut, hier ist ja kein Wunder, hier ist ja kein einziger Luftzug mehr. Boah, jetzt geht's los. Jetzt kommen sie alle rüber. Habt ihr mich vermisst, hä? Ups. Sorry, das war falsche Waffe. Aber danke, Leute. Dass ihr mir die Viecher vom Leib gehalten habt. Wenn ich meine Pensionierung erlebe, mache ich 3 Kreuze. Gut. Du wirst sie erleben, du wirst sie erleben. Dafür sorge ich. Ich werde euch alle retten. Außer wenn ihr jetzt irgendwo hinrennt und... Ja. Was ist das denn? Ist das Munition? Ja, das ist Munition. Wow, 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 wow. Damn it. Wartet, Leute. Ich habe da was. So, stoppen wir das mal. Ah, okay. Warte. Nein. Verdammte Mistviecher. Die kleinen Bugs. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Ja, wunderbar. Wo sind sie? Wartet mal, Männer. Lade nach. Oh, da kommt schon einer. Oh, das ist ein spuckender Bug. Das ist nicht schön. Ist das ein brennender Bug? Ja, es ist ein brennender Bug. Sehr gut. Halt, ich muss erstmal meine Waffe wechseln auf meine... Na, wo haben wir sie denn? Hier haben wir sie, die Schroti. So. Männer, erstmal umgucken, ob wir hier irgendwo Munition und sowas finden. Ihr wisst selber, wie wichtig das ist. Ruhe in Frieden. Weiter geht's. Ich hoffe, derjenige, der in Pension gehen wollte, war jetzt nicht. Oh mein Gott. Sie haben einen Tunnel da hochgebaut. Beziehungsweise, ja, einen Durchbruch gemacht, die Parts. Hallo. Macht sie fertig, genau. Oh. Das Schöne ist, ich brauche Licht. So. Hallo. Was? Die Viecher, die sind so mies. Ich hasse sie. Sind Sie nicht zufrieden mit mir? Wieso? Weil ich auf dich geschossen habe, es tut mir leid. Ich stehe mir nicht im Weg rum, sondern mach deinen Job. Geh erstmal hier kurz gucken. Was haben wir? Ein bisschen Munition für unsere Maschinengewehrwaffen. Für unsere MGs oder MPs oder wie auch immer. Oh, nice.
Raketenwerfer, Munition und jetzt, ja. Noch mehr Munition für die Schroti, das ist auch schön. Ach, ne, das ist ja auch cool. Dafür war der Weg gedacht. Hi. Okay, Männer. Okay, es ist alles ruhig. In dieser Gegend ist alles ruhig. Aber ihr wisst ja, der Schein trübt. Spätestens wenn jetzt die Tür aufgeht, werden wir überrannt. Türe, öffne dich. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Hä? Was zum Teufel? Oh shit. Oh shit. Aber warum hat der Typ schon Schmerzen, bevor es überhaupt richtig Schluss geht? Warum schreit er schon? Ist noch gar nichts passiert und er schreit schon. War das vielleicht ein kleiner Fehler? Oder haben die spuckenden Bugs so viel Kraft, dass sie durch Wände spucken können? Oh, das kann sein, das kann sein. Wir hoffen mal nicht. Hallo? Ach nö, jetzt müssen wir wieder verteidigen. Nehme ich mal an, hundertprozentig. Ich guck mich erstmal. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Die kann nicht mal. Das habe ich gehört, Marauder. Das Tor ist blockiert. Sie müssen einen anderen Weg finden. Ja. Das werden wir auch. Wow. Huiuiuiui. Hat der mich jetzt erschreckt. Ach, da ist ein Schalter. Mit einem Fahrstuhl. Okay. So kommen wir jetzt also in die Basis rein. Erstmal gucken. Hallo. Sehr schön. Eine Kiste. Schieß mal auf. So. Was zum Teufel? Sind die alle blöd oder was? Wieso sterben die? Hey Leute, habt ihr eine Macke oder... Ach du Scheiße, der Typ brennt. Ich hoffe, er lebt noch. Wenn er tot ist, ist es schlecht. Naja, wohl. Ja. Gut. Auf und davon. Hui. Hallo? Sir, mein Team hat's erwischt. Gehen Sie. Ich schlage mich zum Treffpunkt durch. Viel Glück. Ja, für, wow. Tja, jetzt sind sie ein Alleinunterhalter, bis der letzte Vorhang fällt. Also, Alleinunterhalter war ich das nicht die ganze Zeit schon, wenn man zunimmt, ne? Oh Mann, hier rennen die ganzen kleinen, miesen Stinkviecher rum. Oh, Bugs. Diese scheiß Plasmas, ey, ich verfluche diese Plasmas. Wow. Ich bin zwar froh, dass sie effektiv gegen dass sie sehr effektiv werden gegen Schrotflinte, also dass sie dann sterben. Alles super, aber die Viecher sind trotzdem zum Kotzen. Die Viecher sind zum Kotzen und ich sehe Nachladen. Was habe ich jetzt aufgenommen? Ist nicht wahr. Ach du Scheiße! Nein! So viel zum Großen. Nein! Jetzt stehen wir wieder mit dem Rücken zur Wand. Nein, ich bin doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, meine Freunde, und das passiert, wenn man, naja, neue Waffen findet und sie ausprobieren möchte und total begeistert ist und, ja, okay. Gut, ich werde ab hier erstmal ein kleines Folgenpäuschen machen. Wir haben jetzt natürlich alles in den Sand gesetzt, wir sind sehr gut vorangekommen. Und ich werde es, wie immer, bis zu dieser Stelle spielen, wo wir den Raketenwerfer finden. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Ich werde diese eine Folge mit dem Kampf etwas länger machen, also dass ihr den Kampf komplett sehen könnt.
Falls ihr es nicht sehen wollt, ihr könnt ja auch spulen, je nachdem, wie ihr es möchtet. Und ja, bis dahin. Tschüss.